Hallo, Herr Özdemir. Sie sind ja Mitglied bei der Organisation Atlantikbrücke. Da geht es darum, dass... Muss ich Sie korrigieren, ich bin nicht mehr Mitglied bei der Organisation. Ja, aber Sie wurden in dem Junge Führer-Programm ausgebildet. Was passiert da genau bei der Atlantikbrücke? Young Leaders-Programm heißt das. Da werden junge politische Führer, ist das Wort. Ich kann jetzt auch kein anderes Wort sagen. Ich bin nicht bei der Atlantikbrücke, da haben Sie leider einen falschen, aber Sie können ja jemanden fragen, der bei der Atlantikbrücke Mitglied ist. Sie waren also nicht im Young Leaders-Programm? Ich bin zum Young Leaders-Programm eingeladen worden und habe dort einmal gesprochen. Das ist alles, das war in Hamburg damals und ich bin ausgetreten, als Herr Merz Vorsitzender der Atlantikbrücke wurde, weil ich nicht für irgendwelche innerparteilichen CDU-Mannschaften Mitglied sein Was halten Sie vom Verein Atlantikbrücke? Müssen Sie die fragen, die dabei sind. Wie sieht es aus mit Bilderberg? Waren Sie 2009 bei Bilderberg? Verschwörungstheorien sind etwas, was man medizinisch behandeln sollte. Das ist für die Politik, da bin ich der falsche Adressat. Ich war noch nie dabei, aber Sie wurden eingeladen. Also es ist eine Verschwörungstheorie. Ja. Die Tatsache, dass ich eingeladen war und nicht hingegangen bin, ist natürlich kein Beweis, dass ich nicht dort war. Es könnte ja auch ein Doppelgänger gewesen sein oder ich könnte auch geklont gewesen sein. Insofern stimmt das natürlich. Wahrscheinlich war es ein Klon. Okay, also aber mich würde viel mehr interessieren, was Ihr Therapeut dazu sagt. Ja, interessant. Die Presse hat ja auch gesagt, dass es keine Bilderberg... Sagen Sie es doch mal. Was sagt Ihr Therapeut dazu? Würde mich wirklich interessieren. Ja, Sie wollen mich jetzt in die verrückten Ecke drängen. Nein, natürlich nicht, aber ich bin ja Sozialpädagogin, Erzieher von Berufen, insofern... Weil es interessant ist, weil die Bilderberg-Gruppe hat ja vor 20 Jahren noch überhaupt nicht existiert, obwohl sie seit 1954 schon existiert. Sie kennen sich so viel besser aus als ich. Ja, dann müsste ich Sie fragen. Es war jetzt, also früher war es eine Verschwörungstheorie, dass man dass die Bilderberg-Gruppe überhaupt existiert. Heute ist es eine Verschwörungstheorie, dass man da war. Also anscheinend... Neulich bin ich mal gefragt worden, Wisconsin-Kreis, ob ich da nicht auch Mitglied sei. Vielleicht können Sie mir helfen, was das ist, weil ich habe es im Internet nicht gefunden. Es steht auf Wikipedia, dass Sie da ein Gastprofessor waren oder so. Im Wisconsin-Kreis? Ja. Oh. Super. Und was habe ich noch alles gemacht? Sagen Sie es mir, damit ich es weiß. Okay, also wenn Sie ja besser wie ich. Ja, okay, also wenn Sie es leugnen, ist es ganz interessant. Also dieses Young Leaders Programm, das bringt ja sehr viel finanzielle Vorteile mit sich. Und Sie haben da überhaupt nicht mitgemacht. Nein, jetzt unter uns kann ich es ja sagen, mir gehört die Stadt hier. Wir haben das aufgeteilt, die Welt. Ja, wenn Sie sich jetzt darüber lustig machen wollen, aber nein, das würde ich nie machen. Anscheinend waren Sie nicht bei Bilderberg oder Sie waren doch bei Bilderberg, man weiß es nicht. Sie waren nicht beim Young Leaders Programm oder Sie waren doch beim Young Leaders Programm. Ich werde aus Ihnen nicht schlau. Aber ich werde aus Ihnen schlau und ich sehe, dass das eigentlich nichts ist, was ein Politiker lösen kann. Wirklich nicht. Ich bin zurzeit als Politiker aktiv. Ich bin gelernter Sozialpädagogin, Erzieher. Und es kann gut sein, wenn ich mal aufhöre mit der Politik, dass ich dann wieder zurückgehe in meinen Beruf. Und dann würde ich Ihnen wirklich mal anbieten, dass wir uns mal in Ruhe zusammensetzen. Ja, es gab ich glaube, ja auch das ist nicht unheilbar, was Sie haben. Ja, okay. Sie sind aber jetzt muss ich rein, weil jetzt geht es um ein ernstes Thema. Ja, danke. Tschüss.